Hallo meine Kämpfer, hallo meine Mitstreiter, hallo meine tapferen Recken. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2 Long War of the Chosen. Mein Lieben, ich bin heiß drauf. Ich freue mich richtig heute auf die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe heute einiges zu erklären, denn ich habe mir heute mal zwei, drei Punkte vorgenommen, die wir die ganze Zeit haben schleifen lassen. Deshalb habe ich mir in den letzten Folgen sehr, sehr viele Operationen mit eingebunden. Ja, ihr habt es gesehen, teilweise auch aufgeteilt, teilweise die letzte Sneaky-Mission, die haben wir dann in einem Rutsch durchgezogen. So kommen auch die nicht so kurz, die halt sich auch mal in den Genuss so einer Langfolge mit reinversetzen können. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, dass ich auch den ein oder anderen Zuschauer mehr gewonnen habe. Ich freue mich auch, dass auch das ein oder andere Abo mehr dazugekommen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank an meiner Stelle. Okay, mein Lieben, jetzt gehen wir mal rein in die Beförderung. Das haben wir die ganze Zeit schleifen lassen. Das möchte ich heute auf jeden Fall mal aufholen, weil das sind schon sehr, sehr viele Beförderungen mittlerweile da. Ich versuche die nacheinander ein bisschen zu übersetzen, weil einiges ist noch teilweise in Englisch. Teilweise habe ich schon, beziehungsweise durch unseren, ja, wie soll ich denn das sagen, durch unseren Offizier, entschuldigt bitte, durch unseren Offizier, der hier immer noch Dienst tut. Die Sammlerausbildung unserer Mario Lessel, der hat sich hier hingesetzt und hat Dutzende der Mods nochmal ins Deutsche übersetzt. Und das pflege ich jetzt, das habe ich auch nicht vergessen, das pflege ich nacheinander mit ein und du das nacheinander natürlich mit aktualisieren. Da ist einiges überlappt noch ein bisschen, da gibt es bei Modifications, gibt es noch neue Updates und so weiter und so fort. Ist ja selbstverständlich klar, dass ich da auch nur die Zeit wieder für ein paar Mods habe, mir die in Ruhe nochmal anzugucken, durchzulesen, dann die rüber zu kopieren und dann schauen, ob es funktioniert hat oder nicht. Okay, mein Lieben, das ist aber jetzt erstmal egal. Das mache ich für mich ein bisschen und dann natürlich auch für euch. Wir gehen erstmal hier rein und dann zeige ich euch mal die Beförderung unserer aktuellen Soldaten. Okay? So, jetzt kommen wir mal rein und gucken wir mal, wen wir denn als erstes mit befördern dürfen. Hier oben unsere Highest Compatibility mit unserem Lance Corporal Michael Rosenberg. Der ist auch noch kein Bond mehr dazu. Ist ja nicht schlimm, unsere Gertrud Schneider. Ne? Die hat ja in der letzten... Ja, in dieser letzten Mission hat die ja wieder alle Register gezogen, gerade mit mega Reichweite, gerade mit so viel, ich sag mal, sehr viel Tarnfähigkeiten und das ist schon gut, dass wir hier ein Recon mit so geilen Skills an unserer Seite sehen können. Mittlerweile schon Gunnery Sergeant. Schaut mal, das ist dann die letzte Stufe zum Master Sergeant. Master Sergeant bräuchten wir 3 Stück, um endlich Richtung Chosen vorgehen zu können. Meine Lieben, die hier kann mehrfach zielen. Du kannst mit der Holo-Zielvorrichtung mehrere Feinde erfassen. Hat eine Amtklickzahl von 2 Runden. Ich denke mal, alle. Der Wirkungsbereich der einfachen Holo-Zielvorrichtung hat einen Radius von 4 Feldern und kann mit besserer Technologie auf 5 oder 6 Felder verbessert werden. Okay? Holo-Zielen hebt die Verborgenheit deines Trupps nicht auf. Das ist gut, gerade für einen Überraschungsangriff. Und HD-Holo, unabhängige Zielerfassung und Zielen auf Schwachpunkte gelten für alle Ziele. Okay. Dann hätten wir hier oben den Lightfoot, bekommt nochmal 3 Mobilität dazu, das heißt nochmal 3 Reichweite. Ich glaube, übersetzt heißt es, glaube ich, nochmal 3 oder 4 Felder mehr pro Blue Move. Das heißt, von den Double Move bekommt sie halt dementsprechend nochmal richtig Einheiten dort, beziehungsweise Laufeinheiten dazu. Und hier hätten wir die Geistergranate, eine spezialisierte Rauchgranate, die dem anvisierten Verbündeten Verborgenheit gewährt. Also alle 3 sind nacheinander für, ich sag mal, diese Klasse hier richtig toll. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, was man so auswählen soll. Ich wäre ja hier dafür, die Geistergranate nicht zu nehmen, weil wir dürfen uns nochmal, ich glaube, in Verborgenheit dürfen wir uns nochmal rein. Dürfen wir uns noch mal reinversetzen? Dieses Soldat. Hier, du kannst dich einmal pro Runde direkt in Verborgenheit begeben. Das ist falsch übersetzt. Wir können uns einmal pro Operation nochmal in Verborgenheit begeben. Ne, da steht unten eine Aufladung. Wenn wir die verbraucht haben, ist halt verbraucht. Dann ist es so. Deshalb würde ich sagen, brauchen wir die Geistergranate nicht. Das Mehrfachzielen, ganz ehrlich, das ist ein Aufklärer, unser Recon. Und deshalb würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall Lightfoot. Bekommt man nochmal. Dies ist nochmal 20%, ich sag mal, schlechter zu entdecken, sage ich mal so sinngemäß übersetzt. Und wie gesagt, die Mobility nehme ich auf jeden Fall für unsere Gertrud gerne, gerne mit. So, jetzt kann die 21 plus 1 laufen. Schaut euch das mal an. Also die kann über das halbe Schlachtfeld kann die laufen. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Ein riesen Fortschritt. So, jetzt gehen wir mal weiter runter. Schaut mal. Als nächstes hier unser Scrabber, unseren Uwe, unseren Speckfeld, ne? Der hier mit seiner
einzigartigen Wumme vorne dran und dem Messer hinten dran. Haben wir durch den First Ball, durch den Skill, haben wir den massiv erweitert und richtig, richtig geil ausgebaut. Wir hätten jetzt zum Beispiel noch den sechsten Sinn. Ist er immun für Multitarget-Angriffe und ich sage mal Bereichsangriffe durch zum Beispiel Raketen, Granaten und so weiter und so fort. Wir hätten das Heat-Arsenal. Du kannst nochmal 30% mehr Schaden gegen robotische Einheiten machen. Achtung, das gilt gegen alle. Das gilt nicht nur gegen Drohnen, sondern das gilt natürlich auch gegen Mechs und auch gegen Geschütze. Aufpassen, geht gegen alle. Und hier hätten wir dann Elusiv. Da bekommst du nochmal 20 Ausweichen für jeden sichtbaren Feind innerhalb von 4 Feldern Reichweite. Also von ihm aus gesehen, wenn jetzt zum Beispiel zwei Mutons kommen und die haben keine Munition mehr und keine Granaten und hassen ihr Leben und wollen sich eigentlich nur noch an unseren Uwe Speckfeld ranpirschen, dann kriegt er für diese zwei, kriegt er noch jeweils 20 Ausweichen dazu. Das sind dann im Prinzip 40% Ausweichen und das ist für so einen Nahkämpfer, wie das unser Uwe ist, unser Speckfeld, schon richtig, richtig krass. Also das ist schon richtig. Ja, das hat schon was. Das würde ich eher nicht machen. Ich würde das Heat-Arsenal, das würde ich eigentlich bevorzugen. Wenn er schon vorne steht, ja, dann müsste man halt mit ein bisschen besserer Rüstung ausstatten. Aber ich sag mal, 30% Schaden gegen alle Arten von robotischen Einheiten. Nehmen wir mit. Nützt nichts. Mein Lieben, das nehmen wir mit. So, dann kommen wir mal zu den Mechs. Schaut mal. Hier hätten wir den Mech-Support, dann hätten wir hier den Mech-Assault, hier hätten wir wieder einen Support und hier unten wartet dann unser Shinobi auf die letzte Beförderung. Habe ich mir natürlich noch aufgehoben bis zum Schluss. Wir gehen erstmal zu unserem Jonas, Spitzname Fee Wagner. Schauen wir uns ihn mal an. Hätte den Mech-Support und das ist ein direkter Hacker, der kann jetzt hier das Übernahmeprotokoll aktivieren. Sehr schön. Hat auch, du kannst robotische und mechanische Feinde mit dem Gremlin für einen Hackversuch anvisieren. Hier ist das Scan-Protokoll. Scannt einen gewissen Bereich aus. Hier hätten wir noch das MAME. Da kann ein Schuss, ich sag mal, ein Ziel immobilisieren. Ne? Braucht ein bisschen mehr Munition. Und hier, ja, kennt ihr ja. MechTrooper haben die dementsprechende Immunität. Was gibt es jetzt hier? Hier hat er den Trojaner, ähnlich des Technikers. Hier hat er die Triage, sehr, sehr gut beim Heilen. Ne, da könnt ihr dann zum Beispiel, wenn sich verschiedene Truppenmitglieder um ihn herum befinden, könnt ihr mit Triage einmal alle heilen. Ne, the user and surrounding allies. Im Prinzip um sich drum alle Verbündeten würde heilen. Dann hätten wir hier die Wachsamkeit mit der Primärwaffe. In Double Move nach vorn, in der Bewegung. Kriegst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutzschuss. Nicht schlecht. Oder hier das Medi-Protokoll mit der Sekundärwaffe kann aus der Ferne heilen. Der Gremlin, das ist halt jetzt, entweder wir machen den Offensiv mit verschiedenen Hack-Skills, würde ich auch sehr, sehr gerne mal probieren. Aber hier das Schildprotokoll, das hat's, ne? Das Schildprotokoll ist halt wirklich geil. Schauen wir uns mal an. Also, hier gibt es den Trojaner, hier gibt es die Triage, hier gibt es die Wachsamkeit und den Mediprotokoll. Meine Lieben, mit dem Support haben wir ja schon einen mit dem Mediprotokoll ausgestattet. Deshalb würde ich mal sagen, wir gehen hier auf jeden Fall mal auf den Reprogrammierer. Und zwar gehen wir hier mal auf den Trojaner. Ausweissicherung, du verhinderst das Eintreten negativer Effekte bei einem gescheiterten Hackversuch. Auch sehr geil. Counter-Strike ist für den Nahkampf. Genau, in Nahkampfreichweite. Das sind immer, glaube ich, maximal 4 Felder oder was das war. Blinding Fire ist im Prinzip, du kannst alle Ziele, die du triffst, haben dann einen reduzierten Zielsicherheitsbonus, beziehungsweise haben ihre Zielsicherheit reduziert um 15%. Alle Ziele werden damit ausgeschaltet. Und hier hätten wir das Revitalisierungsprotokoll. Schicke den Gremlin zu einem Verbündeten, um verschiedene negative mentale Effekte zu entfernen. Desorientiert, betäubt, in Panik und bewusstlos. Das heißt, wenn der bewusstlos ist, nachdem er zum Beispiel schwer getroffen worden ist und wir können den heilen, und dann könnten wir ihn mit dem Revitalisierungsprotokoll aufheben, könnte er noch für uns kämpfen. Es ist schon echt böse. Ich würde mal diese Zeile hier, den Corporal, der wünsche ich mir auf jeden Fall für die Supportklasse, würde ich mir dann nach wie vor merken. Wir gehen trotzdem hier oben aufs Hacken drauf, auf die Ausfallsicherung, weil dann ist es egal, ob wir einen Turm hacken oder irgendeine Kiste hacken oder eine Drohne hacken, ist es völlig egal. Die Ausfallsicherung garantiert uns auf jeden Fall Punkte und irgendwann werden die Punkte so viel, dass wir im Prinzip jede Einheit ganz, ganz in Ruhe hacken können und dann könnten wir uns auch hier das Revitalisierungsprotokoll schicken. Gehen wir auf die Ausfallsicherung. Hier hat man dann Steadfast, das garantiert halten, Immunität gegen verschiedene mentale Effekte, die zum Beispiel die Sektoiden bei uns auslösen können. Panik, dann Gedankenkontrolle, verschiedene Stunts und
ja, Desorientierung, ne? Hier wird dann die Advanced Fire Control. Fast mehr effizient, ja, ja. Also der kann 20% besser bei Reaktionsschüssen schießen. Das heißt im Prinzip, wenn er Wachsamkeit und Advanced Fire Control zusammengeskriegt hat, ist das richtig fett. Double Move nach vorn, der bekommt automatischen Zielsicherheits- oder beziehungsweise einen automatischen Feuerschutzschuss geschenkt. Und wenn der auslöst, hat er noch eine 20% erhöhte Trefferchance. Richtig böse. Hier hat man den Bandolero, da bekommt er zusätzlich so ein Utility-Item-Slot und der kann dann exklusiv den Bandolero für die Munition einsetzen. Aber, meine Lieben, ich würde hier nach wie vor auf jeden Fall auf das Schildprotokoll gehen, weil es garantiert freundlichen das steht so dort, Grand Friendly Unit Bonus Appellativ Hit Points. Ja, also ich sag mal, egal wo wir das hinplatzieren, wenn eine Drohne mit dabei ist, garantiert uns diese Ability oder dieser Skill, garantiert uns einfach kostenlose ablative Trefferpunkte. Und gerade jemanden, der seine Trefferpunkte nicht mehr ganz beisammen hat, ne, und wir vielleicht doch versuchen wollten, eine Makellos-Mission irgendwie noch rauszuholen, ist das der Weg rein. Ne? Dieser Schild garantiert ebenso Giftimmunität, bis alle Ablativpunkte verloren gehen. Okay, sehr schön. So, meine Lieben, das war der erste. Das war unser Jonas Wagner. Soweit, so gut. Könnt ihr noch die PKS bekommen, könnt ihr noch eine Waffenverbesserung bekommen und so weiter und so fort. Das geht nicht. Ach so, ja, nee. Nee, fortschrittliche Verteidigung, das geht, aber überlebendes Psi, das geht nicht. Zielen könnt ihr noch Mobilität, Stahlhaut, überreaktive Pupillen, Kampfscharfsinn, also richtig, richtig geil. Ich weiß mal nicht, warum das hier immer so untereinander steht. Ich habe gedacht, das kann man so ein bisschen so zusammen irgendwie machen, aber nee. Okay. So, das war zumindest mal unser erster, ne? Unser erster Mech Support. Und jetzt gehen wir zum Mech Assault. Zu unserem Sergeant Yu Cho. So, kann Sturm und Schuss. Sehr schön. Also mit Sturm und Schuss macht es schon mal deutlich mehr Spaß. Kann Double Move machen und danach Fragen stellen und dann schießen. Oder Double Move machen, dann schießen und wenn wer noch lebt, Fragen stellen. Als Beispiel. Sieht auch sehr fesch aus. Schaut mal. Ich würde da trotzdem noch einen Helm geben. Ja, aber das sehen wir später mal. Okay. Gibt nochmal 20 Sicherheit und 20 kritische Trefferpunkte. Für bereits angehittete Ziele. Kann das sein? Ist das richtig übersetzt? Wie gesagt, der Bonus verliert sich bis zu einem Maximum von 6 Feldern. Umkreis. Verstärken bis zum Start der nächsten Runde 20 Verteidigung. Gibt es dazu Takedown. Ein Melee-Finisher, der niemals verfehlt. Wow. Und nicht die Runde beendet, wenn du das benutzt mit einem Double Move. Das heißt, wenn du das Ding ausführst und du klopfst jemanden nieder, kannst du mit einem Double Move langrennen, also den Takedown aktivieren, mit einem Double Move langrennen und kannst den noch umhauen. Verfehlt niemals. Can only target damaged enemies on 3 or less HP. Ne? Und kann nur einmal pro Runde benutzt werden. Ich nehme an, dass es einmal pro Mission benutzt werden kann. Das ist bestimmt wieder falsch übersetzt. Aber egal. Und hier bekommst du nochmal einen Rüstungspunkt dazu und nochmal 10 Ausweichen. Also es ist alles so gar nicht schlecht. Wie gesagt, das würde ich gerne weglassen. Das lassen wir auch weg. Entweder den Takedown oder Will It to Survive. Ich würde sagen, der Takedown 3 or less Trefferpunkte ist ja auch nicht so klar. Der verfehlt halt nie. Ne? Aber wenn man schon eine Einheit auf 3 Trefferpunkte runtergekloppt hat, also dann könnte man das Ding auch mit der Pistole ausschalten. Muss man ganz ehrlich zugeben. Deshalb würde ich sagen, Will It to Survive. Hier hat man Impuls. Range Attack gen 10 Trefferpunkte, 10% mehr Trefferchance und 10% mehr kritische Trefferchance. Wenn du dich diese Runde bewegt hast, also einmal bewegen und dann schießen. Zone of Control. Ah, jede Einheit um das Max herum mit einem maximalen 5 Felder Radius bekommen im Prinzip Mali auf die C-Sicherheit und auf Mobilität. The Strike Ability has no longer cooldown. Das heißt also, zuschlagen hat keinen Cooldown mehr. Das heißt, man kann das im Prinzip jede Runde machen. Und das Hammer-Protokoll garantiert eine Anti-Nahkampf-Optimierung. Geht 50% Resistenz zu Nahkampfangriffen. Und Immunität
Okay, und Immunität. Hammerprotokoll, das nehmen wir. So, Killerinstinkt aktivieren von Sturm und Schuss gewährt er für den Rest von der Runde einen Bonus von plus 50% auf den Crit. Immun zu, ja, Bereichsattacken. Special Strike Attack, das nur den halben Schaden macht. Aber das Ziel stunt. Okay, Cannon Target Robotic Units, 4 Runden Cooldown, okay. Für 2 Action Points stunt das Ziel, also das heißt, für die nächste Runde wird das Ziel ausgenockt. Was hat man hier unten? Hier hat man die berühmte Nova, ne? Setze eine Energieexplosion frei, die allen Einheiten in der Nähe Schaden zufügt. Der Angriff kostet keine Aktion und hat keine Abklingzeit, aber aufeinanderfolgende Novas fügen auch dem Spark Schaden zu. Das heißt, Nova können wir einmal machen, dann lösen wir das einmal aus, treffen alle Gegner. Der Spark ist verschont. Aber sobald wir das zweite Mal Spark aktivieren, wird auch der Mech Schaden erleiden. Okay, dann hätten wir unsere Joe hätten wir hier fertig geskillt, meine Lieben. Und jetzt gehen wir mal noch zu dem Mech Support für unsere Mina Nightmare Wandermeer. Schauen wir es uns an. Hätten wir wieder den Support, ne? Hätten wir wieder den Trojaner. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel, könnten wir auch zum Beispiel gerne mal auf die Wachsamkeit rausgehen. Ich meine, Revitalisierungsprotokoll können wir immer noch machen. Nee, wir gehen hier auch auf den Heiler. Ich würde sagen, wisst ihr was? Wir gehen hier trotzdem auf den Heiler. Dann machen wir halt den nächsten Support auf jeden Fall wieder. Trojaner und die Ausfallsicherung oder Trojaner und Revitalisierungsprotokoll. Bleiben wir halt bei Medical und wir bleiben halt bei Reprogrammier. Vielleicht finden wir dann in den nächsten Rängen weiter hinter. Deshalb habe ich es ja extra abgeschalten. Vielleicht finden wir dann noch ein paar Skills, die auch die zwei anderen Bäume das ein bisschen attraktiver machen. So, jetzt gucken wir uns den Shinobi an. Ja, der hat halt nicht so viele Skills am Anfang zum Auswählen, aber trotzdem, ja, Geistläufer. Der feindliche Erkennungsbereich von den Rest der Runde um 25% reduziert. Einzelgänger ist nächstes, ist eigentlich von Sniper was. 10 Sicherheit und 10 Verteidigung, sobald diese Einheit 7 oder mehr Geländefelder von der letzten im Prinzip Einheit entfernt ist. Das heißt, wenn der ganz alleine steht, kriegt er mehr Verteidigung und mehr Zielsicherheit. Und hier der Klingenmeister, Angriffe mit der Waffe sperrt. Ist alles besser. Ist einfach alles besser. Sage ich so, wie es ist. Und deshalb machen wir das auch. Weil wenn er hier, unser Lars, unsere Einlage, wenn er in den Kampf eingreifen muss, dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine richtige Machete im Hintergrund, die richtig Schaden macht und mit der man auch richtig gut treffen kann. Unsere Zeit ist noch nichts. Okay, mein Lieben, das war's erstmal zu den Beförderungen. Jetzt haben wir mal alle komplett durchgemacht. Schaut mal unten rechts. Im Testbereich werden dann die Giftgeschosse fertig und auch die Chrysalid Queen Autopsie ist dann fertig. Bin gespannt, was es da gibt, ob es überhaupt was gibt. Schauen wir uns mal. Und ich muss noch mal sagen, ganz wichtig, schaut mal hier unten auf der Seite. Adventsteige 7 und Adventsteige 8. Hier geht es bis zu 11 rauf. Hat man ja, hatte ich schon ein ausführliches Video dazu gemacht. Und hier geht es dann möglicherweise bis 15. Okay. So, dann machen wir hier mal einen kaputten Laster. Hier gibt es nämlich Vorräte abzustauben, mein Lieben. Ja, wie gesagt, dann machen wir die Folge ein bisschen kürzer und sobald es dann in der nächsten Folge wieder rausgeht zu einer Operation, dann machen wir das wieder ausführlich. Dann genießen wir wieder den Einsatz. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Wie gesagt, 2 haben wir noch, den Raubzug und die Transmitter-Sabotage. Und ich sag mal, in der nächsten Zeit kommt dann garantiert noch der eine oder andere, die ein oder andere Operation noch dazu. Die Giftgeschosse wurden jetzt hergestellt. Die Spitzen dieser Geschosse beherbergen Mikrokapseln mit einem schnell wirkenden Gift, das gegen organische Aliens und Menschen gleichermaßen wirksam ist und das Ziel bei einem Treffer vergiftet und somit ganz klar Bonusschaden verursacht. Ja, das war's. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso. Oh, die Chrysalid wie ich, Commander. Juvenil Queen Autopsie ist damit fertig. Da bin ich mal gespannt, was es da gibt. Es gibt noch nichts. Schade. Also, die haben die auf jeden Fall exhumiert, das Ding, und haben dann festgestellt, für eine Chrysaliden-Königin ist die noch richtig, richtig jung. Er fürchtet sich, dass es nicht die letzte war, die er gesehen hat. Okay, alles klar, das ist unser Richard Teigen. Aha. Okay. Bad shape. Also, so wie es aussieht, ist der, ja, das, was übrig geblieben ist, in einem schlechten Zustand. Aber unsere Technik, beziehungsweise unsere Technologie über den Testbereich sollte es möglich machen, etwas von ihr nützlich zu machen, sagen wir mal. Ne? Oder etwas, ich sag mal, salvage something from it. Ich sag mal, dass irgendwas an ihr
benutzbar sein wird. Aber ich denke mal, da müssten wir noch einige andere bergen. Ne? If we can manage to collect more of these corpses, we should hold them for future projects. Also im Prinzip sollten wir dann noch die eine oder andere mehr die Queen töten, um dann von ihr, ich sag mal, Inkredenzien oder sowas rauszuholen, um diese dann für unsere zukünftigen Projekte einzusetzen. Sinnbildlich übersetzt. So, die Alien-Verschlüsselung kostet mal 40 Informationen, das bräuchten wir. Wir bräuchten es aber. Mittlerweile haben wir wieder ein paar Infos angespart. Sehr, sehr gut. Wir gehen rein. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt hätten wir noch die Brandgranaten und den schweren Rauchgranatenwerfer. Den brauchen wir eigentlich alle beide. Ich glaube aber kaum, dass wir jetzt hier von dieser Queen irgendwas... Bitterfrostprotokoll. Okay, was ist das? Das ist ein Effekt. Okay. Spark. Hier können wir jetzt einen Spark direkt rausbauen. So, Advanced Spark Creation. Also hier könnte man auf jeden Fall den Spark aufrüsten. Und hier zum Beispiel könnten wir auch die Mechs, die umgefallen sind, könnten wir zu Sparks, wie soll ich denn das sagen, könnten hier umfunktionieren. Das heißt im Prinzip unsere Lilly, die baut diese Wracks um und baut daraus Mechs. Mal schaut mal, 25 Vorräte. Wir bräuchten halt 6 Advent Mech Wracks. Aber es ist grün, das heißt wir haben 6 Stück. Schön. Nehmen wir. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Auf jeden Fall. Cyberclaws. Grapple-Modul. Das bräuchten wir auch mal. Aber es kostet halt 50 Vorräte. Das ist so geil. Jump-Modul ist genauso geil. Nano-coated Torso Mark 1 Neural Gunning Weak Point Analyzer. Was es hier alles gibt, ne? Advent Chips, Spark Shields, Berserker Gauntlets. Das sind alles für unsere Sparks. Gefahrgutwesten, erhöhen Trefferpunkte, gewährt die Immunität gegen Feuer, Säure, Gift. Ideal für unsere Sturmtruppen nach vorn. Zum Beispiel auch für unseren Scrapper oder für unseren Sturmsoldaten. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt hatte, kostet nochmal 20 Vorräte. Nehmen wir trotzdem mit. So, dann hätten wir hier noch die Taktikweste. Bietet ihr nochmal Rüstung und Trefferpunkte. Und auch die Stasis-Weste bietet nicht nur einen Gesundheitsbonus, sondern stellt im Kampf auch Trefferpunkte wieder her. Höhengewebe wurde entwickelt, um den Träger zu schützen, sowie gegnerischen Angreifern im Nahkampf Schaden zuzufügen und sie gleichzeitig auch in Brand zu stecken. Das ist gut. Hier könnte man zum Beispiel einen Delirium-Kern bauen, mit ein paar Vorräten, ein paar Legierungen, ein paar Kristallen. Hier könnte man wieder so eine Arm-Transformation vornehmen. Da kriegen wir bestimmt irgendeine Kanone raus. Experimental Heavy Cannon Shells. Ich will nicht wissen, was es da gibt. Micro Rounds. Das sind ja die ganzen verschiedenen Geschosse, die wir basteln dürfen. Vorteil bei Gegnern ohne Rüstungsschutz Zusatzschaden. Ich hätte gerne hier die Schredder-Munition. Die hätte ich gerne. Da bräuchte man einen Geschützfrag. Habt ihr das gesehen? 20 Vorräte. Ja. Retrofit. Basic Autoloader. Scope. Okay. Und hier könnte man jetzt unsere ganzen PKS, die könnten wir jetzt eigentlich hier mal upgraden. Kostet allerdings einiges. Gefechtsscanner. Auch schön. Zielfernrohre, Schäfte, Automatikladen. Also ihr kennt es alles. Und jetzt hätten wir zum Beispiel keine 6 Advent Max mehr. Ach nee, das haben wir ja. Das haben wir ja schon gemacht. Das dauert ja eben ein Stück. Und jetzt haben wir keine... Okay, jetzt haben wir halt keine Advent Max mehr. Schädelauswertung, das müssen wir auf jeden Fall mal noch machen. Psi-Infused Grenades, auch geil. Mehr-Protokoll, hier könnten wir den Spark zum Beispiel wiederholen. Chamäleon bietet zwar keine zusätzliche Schlund, aber wirklich ist unseren Truppen jedoch mit einer... Ach so, zu verschmelzen und die feindliche Infiltration zu reduzieren. Chitin bietet bestimmt... Ja, bietet bestimmt mehr Rüstung. Scramble, Sabot Rounds, Phantom Slayer Rounds. Wahnsinn. Müssen wir uns alles mal ganz in Ruhe durchlesen, ne? Tactical Illyrium Nuke. Braucht man ein Refined Illyrium. Ich bin mal gespannt, wo es das gibt. Und hier gibt es dann die Säure und die Grasgranaten. Darauf warte ich ja, ne? Hier gibt es auch die Bitterfrostgranaten. Also man kann hier sehr, sehr viel mit Granaten machen. Und hier gibt es auch die Cryo-Launcher. Wahnsinn. Wollte ich gerade sagen, Wahnsinn.
Okay, mein Lieben. Also, soweit mal alles durchgeackert. Das Energierelay wird gleich fertig. Das heißt, Energie kriegen wir gleich wieder frei auf der Avenger. Und dann schauen wir mal, was wir noch mit den restlichen Credits anfangen können. Übrigens, schaut mal, in 2 Tagen ist auch die Vorratsbeschaffung fertig. Vorratsbeschaffung heißt hier tatsächlich auch Vorratsbeschaffung. Es geht gleich los. Ich bin gespannt. Das ist schon mal das Energierelay, was jetzt hier frei ist. Mega. So, jetzt gibt die Avenger mal richtig Power raus. Schaut mal, 16 zu 27, das heißt 11 Energie. Einfach so aufgebaut, weil wir halt über diesen, über dieser Energiespule das Ding gebaut haben. So, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich sag mal, wir könnten hier eigentlich den könnten wir rausnehmen. Da bleiben die zwei bleiben auf jeden Fall noch drin. Energierelais, das liefert erstmal genug Relais, aber wichtig ist, die Energiespule abschirmen. Da könnten wir den zweiten Inchi noch reinpacken und schon dauert das 19 Tage statt 38, die Hälfte reduziert. So, wir machen mal weiter. Ein neues Ziel ist aufgeploppt. Schaut mal, 3 Tage, 7 Stunden. Beinsteige reduzieren. Eine Edwin-Truppenkolonne überfallen, okay? 19 bis 21, vor allem nur 3 Tage, 7 Stunden. Da kriegst du doch niemals Leute rein. Setze Kurs auf die westeuropäische Zone. Ich meine, Weberking, der braucht noch einen Schuss, dann ist er weg. Aber trotzdem, schaut mal, ab zu 109. Bei 3 Leuten wäre es 13 bis 15. Jetzt stellt euch mal vor, wir rüsten hier einen kompletten so einen Trupp aus. Hier, schaut mal, mäßig bis stark. Niemals. 22 bis 24. Ehenleichen werden geborgen, ist ein Beutezug. Infiltrationsmission. Also entweder müsste man dann wirklich ganz, ganz langsam und sachte vorgehen. Behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Und wir bräuchten auch noch 18 Stunden, dann wäre unsere Matze wieder bereit. Im Einsatz schon drin. Hier haben wir noch einen Heavy, einen Arsonist, einen Juggernaut wäre hier noch so weit. Eine Bandmate mit Sean Turner. Anatoly Popov mit unserem Linus. Ja, das ist halt ein Heiler dabei. Hier gibt es da zum Beispiel den McKay und sowieso. Isabella Sella. Gabriela. Den könnten wir denn zum Beispiel mitnehmen? Der ja noch so richtig gut ist, der noch richtig einen raushaut. Wie zum Beispiel so ein Dragoon. Der ist immer gut. Dragoon. Dann den Agent, der kann halt hervorragend hacken, aber das brauchen wir ja hier nicht. Wir bräuchten ja hier auf jeden Fall einen dabei, der richtig Wumm macht. Wie wär's denn hier zum Beispiel mit einem Mech Assault? Unseren überdrüber Mech Assault haben wir ja... Ah ne, das ist ein Supporter, Tony Ironman. Der ist in der Infiltration bereits drin. Das heißt, wir müssten hier den nächsten nehmen. Nehmen wir den hier. 83 C-Sicherheit, was hättest du? Nova, Impulse und Takedown. Granaten genug an... Ah, der hat sogar den Granatenwerfer hinten drauf. T-17 Archangel Heavy Cannon. Ja, der kann zumindest schön mit Trupps sich drauf feuern. Der hat sogar noch Restorative Mist dabei. Das heißt, der könnte uns einmal heilen. So, das würde dann reichen. Hier hätten wir Infanterie dabei, unseren Staff Sergeant Laurent. Dann hier unsere Gunnery Sergeant, unsere Schneider. Die ist auch perfekt ausgerüstet, absolut. Storm Rider, Nahkämpfer. Hm. 2 Storm Rider dabei. Das ist Quatsch. Einer weg. Puella Magi, ganz wichtig mit der Psi-Bombe. Könnte hier einiges reißen. Würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, ganz klar. Ich würde aber nochmal schauen, ob wir noch irgendwas anderes dabei haben mit ein bisschen Bums, mit ein bisschen Remi-Demi. Hier hätten wir zum Beispiel den Heavy. Dann hätten wir hier zum Beispiel noch sehr viele Mech Assault, Mech Support, Mech Support. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie wär's denn noch mit dem zweiten Mech? Oder hier zum Beispiel einen Spezialisten. Mit 85 Heckwert. Unsere Lachnummer. Unseren John Grundmann. Sehr stark. 28 bis 30 Einheiten. Meint ihr, das schaffen wir? 28 bis 30. Meint ihr, das schaffen wir? Wow. Sind halt zu 8. Für 3 Tage. Boosten auf normal. Infiltrieren auf 44%.
dann boosten bis 77 und dann hätten wir ein komplettes Hauptquartier hier gegen uns. Und meine Lieben, das sind nicht nur zwei Mann, die hier rumlaufen, sondern das sind dann garantierte 6er oder 8er Packs. Aber ich würde dann mal vorschlagen, wir treten es trotzdem an. Was haben wir dabei? Wir haben einen Sniper dabei und einen Stormrider. Der ist. Wir bräuchten auf jeden Fall, wenn wir noch ein paar Rekruten anheuern, sage ich mal, dann würde ich sogar wagen zu sagen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Sniper bräuchten. Ich meine, der Juggernaut ist nicht schlecht hier oben, der Agent ist auch nicht schlecht. Kann halt Train Sniper machen, ne? Concentration. Ah. Er könnte halt nochmal raushauen, ne? Der kann trotzdem auch schön aus der Entfernung draufhalten. Laser Strike Lance. Hier 4 bis 7. Kriegt er sogar nochmal Zielsicherheit dazu. Hat halt nur. Ah. Fire Standard Schuss. Doesn't end the turn. Okay. Dann machen wir es so. Das Präzisionsgewehr. Nehmen wir den Schaft raus. Dann packen wir hier das Teil rein. Dann nehmen wir hier die Waffenverbesserung und bauen dann hier den fortschrittlichen Schaft an. Ist jetzt auch anders. Das ist jetzt auch anders. Also irgendwie, das hat sich auch geändert nach dem letzten Update. Ja, das kommt mal wieder ein Update zwischendurch. Schaft 15. Schaft 20. Nehmen wir. So, was nehmen wir denn noch? Die kann sich übelst weit bewegen. Hat auch wirklich perfekte Ausrüstung. Wir hätten noch eine Schredderkanone dabei. Wir hätten Laserwaffen dabei. Richtig, richtig geil. Lasergewehr, Laserkanone, Dragoon. Noch was zum Heilen dabei, der Formagist. Das wäre sowieso ein Heiler, ein überdrüber Heiler. Und hier hätten wir halt nur das Blinding-Protokoll. Ist auch nicht schlecht. Das sind auch die verschiedensten Fähigkeiten, die hier dann wieder ineinander wieder reinspielen. Ja. Small Flashbang on an Enemy Target. Desorientier all enemy units within a small radius. Minus 20 Zielsicherheit und Mobility nochmal 6 Punkte reduziert. Also das ist auch richtig fett. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist auf jeden Fall dabei. Meine Lieben, wir versuchen das sehr stark. 28 bis 30. Boah. Ja, dann ist es halt so, ne? Wie wär's denn hier noch? Mit einem Ach, Moment. Geht das Ding überhaupt über einen... Hat das Ding Squad-Zeit oder nicht? Das wäre jetzt eine sehr gute Frage, ne? Laser Strike. Oder wir schauen mal, dass wir noch einen anderen Gegenstand herstellen für unseren Agent. Ja, Magnetgewehr ist gut. Oder wie wäre es denn hier mit dem Magnetlanggewehr? So richtig Remi-Demi, sodass es richtig wehtut. Also so richtig rein in die Bobbes. So, dann machen wir es so. Waffenverbesserung. Dann fliegst du raus. Dann nehmen wir hier das Langgewehr. Schaut mal, 6 bis 11. Magazingröße 3, Crit-Chance 10. Joa, den nehmen wir mit. Und dann rüsten wir das Ding richtig auf. Den Schaft nehmen wir mit. Zielfernrohren, vielleicht noch ein Schalldämpfer. Vielleicht nützt er wenigstens noch irgendwas. 45 zu 78 mittlerweile. Ja, aber es bringt nicht mehr so viel. Dann würde ich mal sagen, du nimmst da auf jeden Fall mal noch einen Raucher mit. Und du nimmst da auf jeden Fall mal noch eine gute Rüstung mit. So. So, meine Lieben, dann wären wir hier soweit ausgerüstet. Wir wären hier fertig. Wir könnten jetzt so rausgehen. Ich bin gespannt, ob das irgendwas bringt. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen sehe, dass hier verschiedene Stats fehlen. Das kann man aber in dem Bildschirm, kann man das noch einstellen, dass man dann hier wirklich alle Stats sieht. Zum Beispiel Zielen. Ja, da kann halt nur 60. Du kannst 78 plus 5. Unser Pharmachist. Laser Hunter Rifle. Wow. 3 bis 8. Magazingröße 2. Macht nichts. Haut rein. Schaut euch mal das an. Waffenverbesserung. Kostenloses Nachladen. Nehmen wir. Okay, jetzt reicht's aber. Meine Lieben, jetzt reicht's. Es ist soweit. Hier könnten wir uns sogar noch. Nee, das bringt nichts. Waffe stabilisieren mit dem Ding. Können wir maximal nachladen. Nee. Okay, raus. Skyranger, ein grünes Licht für Teameinsatz.
Alles gut, kein Problem. Dann bleiben wir... Nee. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder runter zu dem kaputten Laster. Unsere gemeinsame Aktion ist abgeschlossen. Wow, 90 Sporräder. Mega. Und jetzt zeige ich euch was. Ich möchte nämlich noch was machen mit euch. Und zwar möchte ich hier unten den Scharmützler rekrutieren. Und schaut mal, die Risiken eines Fehlschlages. 101%. Da müssen wir unsere Besten mitnehmen. Unser Matze ist wieder fit, das ist schön. Wir nehmen hier den Asketik-Magier mit. Wir nehmen hier selbstredend den Templer mit. Und da müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir hier noch zum Beispiel... Ne, die Emma nehmen wir auf keinen Fall mit. Er hier zum Beispiel hat 120, fehlt 120 zu 143. Unseren Hoplite Staff Sergeant, unseren Florent. Ja, unseren Kassar. Risiko eines Fehlschlags 0, dauert 10 Tage, Fraktionssoldat kommt, los geht's. Mein Volk, wir tun, was nötig ist. Das ist sehr gut, dass dein Volk das tut. Jetzt werden wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen scannen. Strategische Geil, gefunden. 98 Vorräte gab's. Okay, das ist perfekt, hier ist immer noch die Adventsteige 8. Halt, oh, hier ist auch noch 8, schaut mal, die ist auf jeden Fall gestiegen. Raubzug hätten wir noch 2 Tage und hier oben Alpha hätten wir noch auch 2 Tage, 17 Minuten. Also fliegen wir schon mal hoch. Auf Sektor 15. Inzwischen, schaut mal, hat sich hier unten in der Region, schaut mal hier, versteckt, also die haben sich befreit. Und da gehen wir hier auch auf Rekrutierung, weil das geht dann deutlich schneller, neue Leute zu akquirieren. Und jetzt schauen wir mal. Hoher Alarmbereich stirbt. Die XCOM ist zu Beginn von Missionen nicht mehr verborgen. Edwin versteckt die Kontrollen. Es sieht nicht danach aus, dass wir uns bald reinschleichen können. Okay, da müssen wir wirklich mehr auf unsere Aufklärer aufpassen. Und jetzt dürfen wir die Brandgranaten. Ist ein technischer Fortschritt im Vergleich zu den improvisierten Flammenwaffen, die der Widerstand jahrelang benutzt hat. Nach der Explosion werden die meisten sie in den Brand gesetzt und erleiden fortdauernden Brandschaden. Sehr schön. Wow, schaut mal, wie viel hier wieder Leute für die Verstecke wieder reingekommen sind. Mittlerweile gibt es hier auch 5. Das ist gut. Hier ist die Edwin-Steige auf 7 gesunken. Noch besser. Und da geht's los. Schaut mal, Operation Heimsuchender Ring. Feindsteige reduzieren. Der Vipernkönig ist da. Und hier ist Under Infiltration Major. Das heißt, die Einheiten sind hier signifikant stärker bzw. tougher. Und... ja, die sind mit allen Wassern gewaschen. Wir hier, 8 Leute, inklusive unserer, ja, unserem guten Aufklärer. Ich bin gespannt, was wir reisen können. Spezialist dabei, Dragoon dabei, einen guten Heiler dabei, sehr geilen Sniper dabei, einer, der die mit der Psi-Bombe, beziehungsweise so ein Psi-begabter Soldat dabei, 2-mal schießen, die Infanterie, der Agent, der nochmal aus der Ferne schießen kann, den haben wir noch mit einer richtig geilen Wumme ausgestattet. Und hier kommt noch der Recon als Aufklärer, unsere Gertrud, die erst Gunnery Sergeant geworden ist. Ich sag mal, meine Lieben, das sehen wir uns in der nächsten Mission ganz, ganz in Ruhe an. Bis hierher ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. War wieder eine sehr, sehr lange Folge, aber ich hoffe mal, ich konnte euch einige Dinge erklären. Einige Sachen dazu, einige Beförderungen durchgegangen und es war mal wieder höchste Zeit, dass wir wieder so eine ganz normale Avenger-Folge machen. Okay, mein ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Bye, bye.